Jo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Mario Kart 8 Deluxe besser werdet und eure Freunde immer abzieht. Are you winning, son? Dabei ist es im Endeffekt komplett egal, ob ihr gerade erst angefangen habt oder schon fortgeschritten seid. Die Tipps helfen wirklich jedem. Es sei denn natürlich, ihr seid ein Pro. Okay, aber selbst dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Tipp, den du noch nicht kanntest. Let's go! Bevor ihr euch überhaupt auf die Rennstrecke begibt, müssen ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Ich empfehle euch, Mario Kart nicht auf einen einzelnen Joy-Con zu spielen oder im Handheld-Modus. Das ist einfach nur Schmutz. Stattdessen solltet ihr entweder mit dem Pro-Controller oder wenn ihr broke seid, die beiden Joy-Con zusammen machen in die Halterung und dann spielen. Dann kommen wir zur Spielauswahl. Soll ich regional oder global spielen? Auf regionalen Servern ist meistens die Verbindung besser, allerdings werden meiner Meinung nach die Lobbys nicht so schnell voll und ab und zu spielt man auch nur mit so 8 Spielern. Bei der Schwierigkeit lässt sich für mich kein Unterschied erkennen. Da es ja auch ein einigermaßen funktionierendes Elo-System gibt, kommt man in der Regel mit Spielern in eine Lobby, die eine ähnliche Elo haben. Deshalb ist es recht egal, was ihr spielt, aber ich präferiere den globalen Modus. Dann kommen wir auch zur größten Frage ganz Mario Kart. Welchen Charakter nehme ich? In der Meta wird meistens Waluigi gefahren, da er von den Stats am besten ist. Er hat einen sehr hohen Geschwindigkeitswert und er kriegt verhältnismäßig noch recht schnell den Mini-Turbo. Dabei liegt, finde ich, schon direkt der erste Fehler. Wenn ich momentan online spiele, dann spielen die meisten Waluigi auf dem Roller oder auf dem Wiggler. Das an sich ist auch eine starke Combo, aber eher für Spieler geeignet, die das Map-Knowledge haben und mit dem Handling in Mario Kart vertraut sind. So solltet, wenn ihr dies unbedingt noch nicht so habt, nicht auf Krampf unbedingt Waluigi fahren, nur weil er gerade Meta ist. Ich blende euch hier mal eine Tabelle ein, in der die ganzen Stats von allen Charakteren stehen. Die komplette Tabelle zu erklären würde den Rahmen des Videos sprengen, aber generell lässt sich sagen, dass je weiter oben ein Charakter ist, desto leichter ist er und desto weiter unten er ist, desto schwerer. Bowser und Morton sind beispielsweise die schwersten Charaktere im Spiel, während die Babycharaktere zu den leichtesten gehören. Wo liegt denn jetzt genau der Vorteil? Das lässt sich eigentlich ganz gut in einer weiteren Tabelle darstellen. Leichte Charaktere haben als Vorteil, dass sie eine bessere Beschleunigung haben, ein besseres Handling, eine bessere Haftung und sie kriegen schneller den Turbo beim Driften. Schwere Charaktere haben eine höhere Geschwindigkeit und sind schwerer. Sie werden also nicht so schnell zur Seite gedrängt. Die Nachteile der Charaktere sind in dem Fall dann die Stärken des anderen Charakters. Also beispielsweise leichte Charaktere haben eine nicht so hohe Höchstgeschwindigkeit. Wenn wir nochmal auf die Tabelle schauen, sehen wir, dass es sehr viele Abstufungen gibt und Charaktere, die im Mittelfeld der Tabelle liegen, ein Mittelmaß von allen Stats haben. So wie zum Beispiel Yoshi. Für welchen Charakter solltet ihr euch denn jetzt entscheiden? Und wieso nicht für Waluigi? Ihr solltet in der ersten Linie, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, etwas ausprobieren. Kommt ihr eben mit Waluigi mit dem Handling nicht klar? Dann solltet ihr zumindest vorübergehend zu einem leichteren Charakter wechseln. Trotzdem ist Waluigi zusammen mit Donkey Kong und Roy die beste Wahl. Da bei einem gewissen Fortschritt das Handling nicht mehr so wichtig ist und sie aufgrund ihrer Geschwindigkeit punkten. Deshalb sollten diese Fahrer mit dem nötigen Knowledge gefahren werden. Kommen wir zur Kartwahl oder doch eher ein Bike? Tendenziell würde ich zu einem Kart tendieren. Es hat wieder einen höheren Speed als das Bike und man kann mit dem Kart das sogenannte Hopping machen. Kein Plan, ob das so heißt, jedenfalls nenne ich es so. Dabei könnt ihr besonders auf 200 CCM die Kurven mit dem Boost besser nehmen. Nicht zu verwechseln mit dem Bug aus Mario Kart 8. Das Bike hat wiederum den Vorteil gegenüber dem Kart, dass es bessere Handling-Stats hat. Als meiner Meinung nach sehr gute Karts, die auch in der Meta verbreitet sind, nenne ich das Pünktchen-Kart und den Wilden Wiggler. Digga, das ist so ein weirder Name. Falls ihr natürlich ein Bike nehmen möchtet, dann würde ich für den Roller tendieren. Er ist auch wieder in der Meta verbreitet und generell, wenn ich mit dem Bike fahre, dann fahre ich mit dem. Als Räder solltet ihr eigentlich immer die kleinen Räder nehmen. Die geben euch sozusagen noch schneller den Boost, den ihr beim Driften bekommt. Beim Gleiter ist eigentlich egal, welchen ihr nehmt. Ich nehme meistens den Wolkengleiter, aber da könnt ihr euch auch einfach einen aussuchen, der euch gefällt. So, jetzt sind wir auf der Strecke angekommen und das erste, was ansteht, ist der Start. Damit ihr immer den besten Start erreicht, drückt ihr erst dann A, wenn die zweite Leuchte des Lakitos aufleuchtet.
Ein Superstart erkennt ihr eigentlich daran, dass sich das Bike oder das Kart leicht nach oben zieht, nach dem Startsignal. Das ist an sich super easy, wenn man einmal einen Richtwert hat, dann kriegt man das eigentlich immer hin. Also einmal gelernt und dann ist es im Kopf. Nun habt ihr einen Superstart hingelegt, aber jetzt werdet ihr getroffen. Da auch mein erster Tipp, versucht, auch wenn es euch schwerfällt, nicht aus Emotionen zu handeln. Ich hab aus Emotionen gehandelt. Heißt, ihr werft nicht, weil ihr getroffen wurdet, euren grünen Panzer oder roten hinterher, sondern behaltet die Nerven und euren Panzer. Ihr liefert euch Schutz gegenüber einem weiteren Gegentreffer. Ich weiß, ich glaube, das ist mit der schwierigste Tipp für viele, für mich auch. Ihr achtet aber nicht darauf und attackiert nach vorne. Ihr werdet nochmal getroffen, so jetzt seid ihr schon ziemlich weit hinten. Wie kann ich jetzt einen Rückstand wieder aufholen? Natürlich mit Items. Je weiter ihr hinten ihr seid, desto häufiger solltet ihr auch eure Items rotieren. Für das Rotieren von Items ist eine Sache besonders wichtig. Die Items werden nicht nach dem Platz, sondern nach der Entfernung zum ersten Platz ausgewählt. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Items du auf welcher Entfernung bekommen kannst. Hierbei hilft wieder eine Tabelle. Ganz links die Meteranzahl, darauf folgen alle Items und die Wahrscheinlichkeit. Die Tabelle ist noch von Mario Kart 8 für die Wii U, also nicht ganz aktuell, aber die Werte sollten kaum abweichen. Sagen wir mal, du bist ca. 13.000 Meter vom ersten Platz entfernt. Ich weiß, man kann das Maß schlecht exakt in Mario Kart 8 nachmessen, allerdings soll das auch nur als grober Richtwert gelten. Du hast gerade nur normale Pilze in deinem Itemslot. Also solltest du rotieren. Achtung, hierbei solltest du aufpassen, dass du das zu rotierende Item möglichst sinnvoll nutzt, heißt für eine Abkürzung oder einen Gegner versuchen mit einem grünen Panzer abzuschießen. Solltest du das nicht gemacht haben und bist kurz vor der Itembox, empfehle ich dir das Item trotzdem zu rotieren, damit du auf jeden Fall die Chance auf eine Rakete, Blitz, Goldpilz hast. Hier noch ein Tipp, ihr könnt mit L1 auch das Itemrad anhalten und bekommst somit schneller das Item. Du hast Glück gehabt und hast gute Items bekommen, du konntest aufholen. Du bist jetzt nicht mehr so weit vom ersten Platz entfernt, knapp 2000 Meter. Du hast noch Pilze auf Reserve und die Runde auf der Partystraße ist fast vorbei. Nun geht es zu einem weiteren Tipp, und zwar rotiere nicht immer deine Items. Wenn wir nochmal auf die Tabelle schauen, lohnt es sich nicht bei 2000 Meter seine Pilze zu verwenden und auf ein neues Item zu warten. Hierbei solltest du beispielsweise, wie ich, einfach deine Pilze behalten und sie für die Abkürzung kurz vor Schluss verwenden. Dadurch ist es dir dann auch möglich, ein fettes Comeback hinzulegen. Solltest du mal in einer Runde einen super Start hingelegt haben und Erster sein, geht es natürlich darum, den Ersten zu verteidigen. Was man bei vielen Spielern beobachten kann, ist, dass sie ihre Items als Erster rotieren, was in den meisten Fällen eher schlecht ist. Man wird in der Zeit, in der man auf ein neues Item wartet, angreifbar und auf einer hohen Elo wird das eigentlich immer bestraft. Deshalb behaltet eure Items, es sei denn, ihr habt gerade nichts zum Abwehren, wie Pilze oder Münzen. Ein weiterer Tipp, den glaube ich recht wenige anwenden, weil ihnen das meistens nicht bewusst ist, ist die Münze zu behalten. Wenn ihr die Münze auf dem ersten Itemslot habt, euren Panzer, Banane, Tröte, egal was, auf dem zweiten Slot, dann kann euch das Item vom Bohu nicht geklaut werden. Dieser Tipp ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn ihr solltet auch immer eure Mitspieler im Auge behalten. Ist ein Spieler direkt hinter euch mit einem roten Panzer, dann lasst diesen Trick. Die Zeit ist viel zu knapp, um auf den Panzer zu switchen. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Habt immer eure Gegner im Blick, also die vor euch, aber auch vor allem die hinter euch. Immer wieder kurze Blicke nach hinten. Es kann immer sein, dass ein Grüner nach euch geworfen wird. Und mit einem kurzen Blick nach hinten und einem Schlenker nach rechts könnt ihr den easy ausweichen. Aber wie gesagt, ihr solltet auch die Gegner vor euch im Blick haben. Die Situation zeigt das ganz gut. Ich warte auf dritter Position, sodass der zweite den ersten angreift, um dann mit meinem roten den zweiten abzuschießen, sodass ich easy erster werde. Der nächste Punkt ist das Handling vom Fahrzeug. Ihr solltet mit der Bremse vertraut sein. Besonders bei 200 ccm, aber auch schon bei 150 ccm, kann sich ein geschickter Umgang mit der Bremse den Unterschied ausmachen. Ihr könnt natürlich auch mit einer sehr handlingfreundlichen Fahrzeugkombi und genügend Map-Knowledge die Kurven möglichst scharf nehmen. Allerdings ist im normalen Online-Race diese Voraussetzung durch Gegner nicht immer gegeben, heißt ihr werdet ab und zu auch mal getackelt. Um dann nicht stumpf von der Map runterzufallen, solltet ihr unbedingt bremsen, aber auch um manche Kurven noch schärfer zu nehmen, lohnt es sich zu bremsen. Auch hier wieder ein Tipp. Versucht die Bremse durch mehrmaliges kurzes Drücken des B-Knopfes besser zu dosieren. Dieser Tipp ist besonders gut für Anfänger, die noch nicht mit dem Bremsen so gut zurechtkommen, da dadurch der Drift nicht abgebrochen wird. Dieser Trick bringt allerdings nur was im 150 ccm-Modus. Im 200 ccm-Modus reicht dieser nicht mehr aus. Zudem lässt sich auch noch sagen, dass ihr die Drifts möglichst lange nehmen sollt,
um einen möglichst starken Boost später zu haben. Dafür ist auch wieder Map-Knowledge vonnöten. Heißt im Endeffekt, üben, üben, üben. Allerdings sollte euch das mit den Tipps deutlich einfacher fallen und ihr solltet auch deutlich häufiger Erster werden. Aber vergisst nicht, Mario Kart ist meistens unfair. Einen letzten Tipp habe ich noch. Und zwar könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren für mehr Gaming-Content, sei es Mario Kart, Pokémon, Zelda. Besonders bei Zelda haben wir neulich einen coolen Mod gespielt, der das Game unfassbar schwer macht. Zudem wäre ein Like und ein Kommentar cool, wenn euch die Tipps geholfen haben und euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein!